Gestern Abend wurde in Worms am Rhein eine Leiche gefunden und noch währenddem die Leiche geborgen wurde, gab es schon eine erste Festnahme. Inzwischen gibt es eine zweite Festnahme. Es ist sogar Untersuchungshaft für beide Tatverdächtige hier angeordnet worden. Das Opfer ist ein 15-jähriges Mädchen, das wohl einen Lebensstil gelebt hat, mit dem die Eltern nicht einverstanden waren. Es sind hier alle drei afghanische Zugewanderte zu uns. Ob sie Flüchtlinge sind oder nicht, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht fest. Allerdings steht der Verdacht im Raum, dass es sich hier um einen afghanischen Ehrenmord handelt. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist wirklich phänomenal. Worms kommt nicht zur Ruhe, aber Worms ist bunt und Worms wird wow, wie sie immer sagen. Ihr wisst, dieser Kanal kommt ursprünglich aus Worms. Es gibt hier eine Bitte der Polizei vor allem, die richtet sich an alle, die aus Worms kommen. Und zwar möchte die Polizei von euch wissen, wer am Samstag in Rheidergem war, der soll sich nur melden bei der Polizei. Für alle, die nicht von vor Ort sind, alle, die in Worms-Rheindürkheim gewesen sind am Samstag, sollen sich bitte bei der Polizei in Worms melden. Die Tatzeit ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Das 15-jährige Mädchen wird zur aktuellen Stunde obduziert. Man stellt die Todesursache, den Todeszeitpunkt fest. Allerdings hat die Mutter die Polizei zu der Leiche geführt und sich am Ende in Widersprüche verstrickt. Fangen wir nochmal von vorne an. Gestern Abend wurde die Leiche gefunden, weil gestern Morgen sich eine 34-jährige afghanische Mutter bei der Polizei in Pirmasens gemeldet hat. Das ist Nähe der französischen Grenze. Bis nach Worms sind es knappe 100, 120 Kilometer. Und in Pirmasens hat sie bei der Polizei Angaben gemacht, dass ihre Tochter vermutlich Samstagabend bei Worms am Rhein umgebracht wurde, ermordet wurde. Daraufhin sind selbstverständlich in Worms direkt die Ermittlungen losgegangen. Man hat den Rhein abgesucht. Das ist eine sehr speziell definierte Stelle gewesen, die sehr genau beschrieben wurde von der Mutter. In der Nähe der NATO-Rampe für alle, die aus Rheidergem kommen, die wissen, wo Worms-Rheindürkheim auch liegt, weil alle immer schreiben, die Leiche wurde bei Worms gefunden. Nein, die Leiche wurde in Worms am Rhein gefunden. Das ist nicht bei Worms, das heißt Worms-Rheindürkheim, der Stadtteil. Und die Polizei hat dann gestern Abend gegen 18 Uhr ungefähr die Leiche gefunden an dieser Stelle, an dieser besagten, und hat zur gleichen Zeit dann den Vater der Tochter festnehmen lassen. Inzwischen ist auch das Auto beschlagnahmt worden in Pirmasens und dann nach Mainz transportiert worden, weil wir in Mainz die einzige kriminaltechnische Untersuchungsstelle haben für Rheinland-Pfalz, soweit ich das weiß. Ihr könnt mich gerne korrigieren unter dem Video, falls es doch noch eine gibt in Koblenz oder so, aber mir ist keine weitere bekannt. Heute 17.30 Uhr war dann Vorführung beim Haftrichter in Mainz und siehe da, beide Eltern sind wegen des vorläufigen Tatverdachtes des Mordes bzw. des Totschlages bzw. der Beihilfe dazu in Untersuchungshaft genommen worden, und zwar in getrennten Justizvollzugsanstalten. Das ist selbstverständlich, da es sich hier um Mann und Frau handelt. Allerdings haben wir hier ein exemplarisches Beispiel für gescheiterte Integration. Ein 15-jähriges Mädchen musste hier sein Leben lassen, weil die Familie nicht mit ihrem Lebensstil einverstanden war. Die Familie, die allerdings in Deutschland Schutz gesucht hat anscheinend oder zumindest Obdach gefunden hat, das mit dem Schutzstatus wird sich sicher morgen klären. Bisher heißt es nur, es sind Afghanen. Und da kommt man aus Afghanistan nach Deutschland, mehrere tausend Kilometer. Ja? Man lässt all diesen Schwachsinn hinter sich, den man da erlebt hat, ja? Um dann hier auf die Idee zu kommen, dass man seiner Tochter vorschreibt, dass sie nach einem islamischen Weltbild zu leben hat. Ja, hier oben, Leute. Das ist genau das Problem. Das ist das Problem, wo die Politik seit Jahrzehnten weggeschaut hat. Und dann passieren so Dinge wie hier. Es ist offensichtlich, dass ein Familienmitglied hier an dem Tod beteiligt ist. Deswegen muss man hier schon fast gar nicht mehr mutmaßlich sagen, sondern die Mutter führte die Polizei zur Leiche und hat den Vater mit belastet und sich am Ende auch in Widersprüche verstrickt. Deswegen sind beide in Haft genommen worden. Und wer sein eigenes Kind auf dem Gewissen hat, der ist sowieso da oben. Hier, nee, überhaupt kein Verständnis, ja? Und dann, also egal aus welchem Grund, kein Verständnis, ja? Man hat seine Kinder zu lieben, sie zu schützen, sie zu achten. Und wenn sie etwas anders erleben, als man ihnen den Lebensstil vorgelebt hat,
dann gibt es dafür Gründe, aber dann wendet man keine Gewalt an. Vor allem, man bringt doch sein Kind nicht um. Ja? Die Leute sind völlig wahnsinnig, ja? Die sind bereit, ihr eigenes Fleisch und Blut zu opfern für ihre Religion, für ihre Ideologie, für ihren Stolz, für ihre Ehre. Und das sind Leute, die möchte ich nicht in meiner Gesellschaft haben. Das sind Leute, die sollen wieder zurückgehen, irgendwohin, wo der Esel langläuft, in einer Wüste und sollen dort, wenn es sein muss, verhungern. Solche abartigen Wesen, ja, das sind Menschen, aber solche abartigen Gestalten möchte ich nicht in meiner Gesellschaft haben. Punkt, Ende aus. Da gibt es auch keine Menschenwürde. Jeder hat das Recht, ja, aber nicht in meinem Land. Jeder hat das Recht, irgendwo zu leben, aber nicht unbedingt als mein Nachbar. Aber das ist das, was sie uns immer verkaufen wollen, dass die Menschenwürde es hergibt, dass sie jeder sich überall auf diesem Planeten niederlassen kann. Und das ist völliger Humbug. Und irgendwann werde ich vermutlich auch in ein Land auswandern, in dem man ohne Visum nicht hineinkommt. Ich weiß, einige kommentieren das unter den Videos. Die sind auch im Ausland und mich würde mal interessieren, wo ihr überall hin ausgewandert seid. Ich weiß ja, wo die Leute ungefähr zuschauen. Aber wenn ihr noch mal kommentiert, wo ihr ausgewandert hin seid und seit wann, würde mich das wirklich mal interessieren, denn ich halte es hier langsam nicht mehr aus. Jeden Tag diese Messergewalt, diese Morde, Messerstechereien, Schießereien und dann hier anscheinend kulturbedingte Straftaten. Ja, also, boah, nee, ich habe da kein Verständnis dafür. Das sind für mich genauso Leute wie Kinderschänder, wie Pädophile. Ja? Die brauchen wir nicht. Die braucht die Menschheit nicht. Das sind keine vollwertigen Mitglieder dieser Gesellschaft. Ja? Und letztens hat jemand unter meinem Video gefragt, wie ich das mit meinem moralischen Kompass denn machen kann, wenn ich mich eigentlich gegen jede Religion äußere. Nun, es gibt trotzdem eine Grundmoral, auch wenn man keinen Gott hat, an den man glaubt. Ja? Und die erste Grundmoral fängt mal in diesem Lande an, bei unseren Grundgesetzen, unseren Strafgesetzen. Was ist die Regel hier? Was ist erlaubt und was ist verboten? Daran orientiert man sich zuerst und damit hat man schon 95% aller Fälle abgedeckt. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Schreib mir einen Kommentar unter dieses Video. Bist du vielleicht sogar aus Worms? Warst du vielleicht sogar in Rhein-Dürkheim? Denke dran, die Polizei in Worms, sie bittet um jeden Anruf. Jeder Anruf kann helfen, die Situation aufzuklären, auch wenn man denkt, man hat nichts gesehen. Schreib mir unbedingt deine Meinung unter dieses Video. Abonniere auch meinen Telegram-Kanal, abonniere diesen Kanal, drück die Glocke, drück den Daumen hoch und schreibe mir einen Kommentar, dann bin ich sehr glücklich und zufrieden. Damit bis bald.